Hi, herzlich willkommen zur zweiten Sendung Asta News. Mein Name ist Manu. Mein Name ist Prinz. Und zusammen sind wir Teil des Asta-Vorstandes. Wir haben heute unter anderem folgende News für euch. Die studentischen Hochschulwahlen nächste Woche, der Aktionstag gemeinsam nachhaltig der Fachschaft 4 und die Talkbar zum Thema Prokrastination. Viel Spaß dabei. Beginnen wir mit den Hochschulwahlen. Vom 27. bis 30. Januar dürft ihr wählen. Wie bereits in der letzten Sendung berichtet, wählt ihr auf Fachbereichsebene den Fachschaftsrat und den Fachbereichsrat. Auf Hochschulebene das Studierendenparlament und die studentische Vertretung im Senat. Die Frauen dürfen zusätzlich noch die Frauenkommission wählen. Für die Wahlen zum Studierendenparlament findet bereits jetzt am Donnerstag von 13 bis 15 Uhr im Hörsaal 8 eine Vollversammlung statt. Dort habt ihr die Chance, allen Listen Fragen zu stellen und diese kennenzulernen. Sämtliche Veranstaltungen fallen in dieser Zeit aus, mit Ausnahme bereits terminierter Prüfungen. Wo könnt ihr wählen? Fachbereich 1 und 2 im Foyergebäude 1, Fachbereich 3, Foyergebäude 4 und der Fachbereich 4 im Foyergebäude 2. Es gibt eine neue Initiative am Campus. Die Art of Living möchte euch während eurer Prüfungszeit unterstützen. Mit Hilfe von einstündigen Workshops lernt ihr durch Meditation und Atemübung von zertifizierten, ausgebildeten Trainern, wie ihr eure Prüfungsangst und euren Prüfungsstress einfach so verringern könnt. Die ersten Kurse sollen bereits Anfang Februar stattfinden. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich und zusätzlich ist dieser Kurs für euch kostenfrei, welcher einmal die Woche stattfinden soll. Wann und wo diese Kurse stattfinden, werden wir euch noch über unsere Kanäle wie Facebook und Instagram kommunizieren. Das Fachsprachenzentrum plant neue Herkunftssprachenkurse. Seit kurzem bietet das Fachsprachenzentrum die Sprachen Türkisch, Russisch und Persisch als Herkunftssprachenkurse. In Kürze sollen Polnisch und Mandarin folgen. Die Kurse richten sich an alle Menschen, die die Sprache regelmäßig sprechen, aber noch Probleme in Grammatik und Schreiben haben. Eine Besonderheit für den Fachbereich 3 ab Sommer 2020 sind diese Angebote für die Studiengänge International Business Administration und Betriebswirtschaft als Wahlpflichtmodule anerkannt. Für die Teilnahme und das Bestehen gibt es 5 Credit Points. Dieses für unsere Studierenden kostenlose Angebot wird vom Fachsprachenteam zusammen mit dem Fachsprachenzentrum der Goethe-Universität organisiert. Letzte Woche fand die erste Jobmesse für Studierende des Fachbereichs 4 statt. Der Asta hat in Kooperation mit dem Café Profitrate und der Fachschaft 4 zum ersten Mal eine Messe auf die Beine gestellt, in der Studierende der sozialen Arbeit und der Gesundheit angesprochen werden. Hier könnt ihr euch oder konntet ihr euch über Jobmöglichkeiten informieren. Die Messe war aus Sicht der Veranstalter ein großer Erfolg. Über 200 Studis haben sich mit den Ausstellern ausgetauscht. Falls ihr die Messe verpasst habt, am 31. Januar habt ihr die Chance, am Campus der Goethe-Universität Westend im PEG-Gebäude, im Foyer und im ersten Stock das Ganze nachzuholen. Dort findet nämlich die Messe der pädagogischen Praxis auf der Spur statt. Dort könnt ihr euch von 10 bis 16 Uhr informieren. Am 23. Januar findet der Aktionstag gemeinsam nachhaltig der Fachschaft 4 statt. In dessen Rahmen sind mehrere Aktionen geplant. So gibt es zum Beispiel 2 Workshops, ein gemeinsames veganes Kochen, einen Kleider- und einen Büchertausch, ein Do-it-yourself-Kurs, in dem unter anderem gezeigt wird, wie Seife und Badesalze hergestellt werden können. Und abgerundet wird der ganze Tag durch eine Filmverführung im Café Kurzschluss, in der der Film Die rote Linie, Widerstand im Hambacher Forst gezeigt wird. Bis auf die beiden Workshops Nachhaltigkeit für AnfängerInnen und Naturschutz und Rechtsextremismus ist keine Anmeldung erforderlich. Wenn ihr euch für die Workshops anmelden wollt, dann schickt bitte eine E-Mail an die Fachschaft 4, den Kontakt dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wann und wo genau diese Workshops stattfinden, erfahrt ihr online auf der Facebook-Seite der Fachschaft 4 oder auf deren Instagram-Seite. Talkbar zum Thema Prokrastination, Aufschieberei im Studium. Am kommenden Freitag spricht Thomas Abel, Psychologe des Studentenwerks Frankfurt, über das Aufschieben im Studium. Dabei werden Fragen beleuchtet wie: Was sind typische Schwierigkeiten von Studierenden, die prokrastinieren? Was für Lösungsansätze gibt es? Was können Angehörige der Hochschule tun, um Prokrastinierer zu unterstützen? Ebenfalls mit dabei ist Jannika Hummel, Psychotherapeutin unserer Hochschule in der zentralen Studienberatung. Sie spricht aus der Erfahrung in der therapeutischen Arbeit mit Studierenden. Beginn ist 10.30 Uhr, Open End. Wo
Kaffee kostbar, Citygate. Auf dem Campus manchmal noch als BCN bekannt. Das war's auch schon mit der zweiten Folge Aster News. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt uns einen Kommentar. Habt ihr eigene Themen, die wir hier mit einbringen sollen, hinterlasst uns auch diese. Abonniert uns und bleibt auf dem Laufenden. Man sieht sich hoffentlich in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao.